Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video zur Einführung von African Kingdoms von Age of Empires 2 HD. Und ich möchte heute auf das erste neue Volk eingehen, und zwar die Berber. Berber, Hubschrauber. Wir werden uns mal zuerst den Technologiebaum angucken, was wir denn hier so haben. Also, wir sind ein Volk von Seefahrern und Reitern. Schon mal nicht so schlimm. Dorfbewohner bewegen sich 10% schneller. Sehr nice, wenn wir das gerade mal vergleichen mit Dorfzentrum Schubkarre, indem sie sich 10% schneller bewegen. Das heißt, man hat die halbe Schubkarre sozusagen schon umsonst einmal ganz am Anfang. Ist natürlich sehr, sehr nice. Stalleinheiten kosten minus 20% ab der Ritterzeit. Bei einem Volk von Reitern ist das auch ganz nett. Und ab der Ritterzeit heißt, wir können auch schon Ritter deutlich günstiger bauen, leichte Kavallerie, Kamelreiter, wir können alles bauen. Spezialeinheit ist ein Kamelbogenschütze und ein Jeanette, ein berittener Plänkler. Spezialentwicklung ist Kaspar. Kaspar. Und Teamburgen arbeiten 25% schneller. Was sind denn Teamburgen? Bogen, wenn man im Team spielt? Wirklich. Ich habe keine Ahnung, was jetzt Teamburgen sein sollen. Magrabi-Kamele. Kameleinheiten regenerieren sich. Ah, also wie die Wikinger. Okay, sehr schön. Teambonus, Jeanette verfügbar in der Bogenschießanlage. Also wie bei den Italienern der Condottiere haben wir jetzt hier einen Jeanette. So, Jeanette, was kann der? Jeanette, 50 Nahrung, 35 Holz. Also eine Trash-Einheit. Spezialeinheit der Berber. Effektiv gegen Bogenschützen, logisch als Plänkler. Ja, gut, gucken wir uns gleich nochmal einmal aktiv an. Habe ich natürlich vorbereitet. Dann gehen wir das einmal von. Nein, wir gucken uns einmal nochmal die Spezialeinheit in der Burg an. Kamelbogenschütze. Spezialeinheit der Berber. Berittener Bogenschütze mit Angriffsbonus gegen berittene Bogenschützen. Also ein berittener Bogenschütze mit Angriffsbonus gegen berittene Bogenschützen. Das ist einer der wenigen, glaube ich, der einen Angriffsbonus gegen berittene Bogenschützen hat. Das heißt, wir hätten jetzt was gegen die Mongolen zum Beispiel auszurichten. Sehr nette Sache. Mongolen kennt jeder, leicht OP. Also finde ich ziemlich geil. So, und dann gehen wir das mal von vorne nach hinten durch. Bogenschießanlage. Ja, sieht relativ standardmäßig aus. Leichter Kanonier finde ich jetzt interessant für Berber. Hätte ich mir jetzt nicht vorgestellt, dass die Schießpulvereinheiten haben. Kein panisches Manöver, also schwer berittene Bogenschützen nicht unbedingt extrem nützlich. Arbalestenschütze auch nicht vorhanden. Boah, ist eine Schießanlage, kann man mitarbeiten. Kaserne, wir haben keine Adlerkrieger, wir haben keinen Helebardier, wir haben allerdings Elitekämpfer und sämtliche Entwicklungen dazu. Kann man also auch mit umgehen. Und obwohl wir ein berittenes Volk sind, haben wir kein Paladin. Wir haben jedoch Husare, was natürlich dann das Raiden sehr angenehm macht. Okay, wir haben fast sämtliche Sachen im Hafen. Auch sehr schön. Kann man dann Wasser im Endgame, besonders auch hier mit Trockendock und Kiel holen. Ganz etwas machen. Schiffsbauer fehlt. Türme können wir fast gar nicht bauen. Das Kloster ist auch. Standardkloster, zwei Sachen fehlen. Okay. Hier haben wir die beiden Bonussachen. Teambogen arbeiten 25% schneller und Kameleinheiten regenerieren sich. Das finde ich interessant, denn das gilt auch für die dann wahrscheinlich, ne? Kamelbogenschütze müsste eine Kameleinheit sein. Wir haben natürlich alle Dorfzentrumssachen. Wir haben in der Waffenschmiede keine schweren Belagerungsgeräte, also da fehlt uns ein bisschen was. Wir haben eine fast komplette Schmiede, was natürlich besonders was die Reiterei angeht, sehr nice ist. Wir können da also ordentlich wirklich in Pferde reinstecken. Universität sieht auch solide aus. Kein Hauptturm, kein Kanonenturm. Komplette Steinabbausachen. Wir haben komplette Nahrungssachen. Kompletten Marktplatz. Uns fehlt die Zweimannsäge, was ich jetzt ein bisschen eigenartig finde für ein Volk von Seefahrern, wie es heißt. Denn irgendwie Holz für Boote kann man irgendwie, finde ich ganz sinnvoll. Ja, aber alles in allem würde ich sagen, ist das eine ziemlich gute Mischung. Wir haben wirklich
wirklich gute Reiterei mit kompletter Entwicklung. Wir haben mit Jeanette so einen Bogenschützen-Bonus, also so einen Plänkler, so eine fortgeschrittene Trash-Einheit. Das finde ich ganz geil. Denn sonst, wenn dir mal im Late Game dann die Rohstoffe ausgehen, dann hat man sonst ein Problem, weil du kannst halt nichts bauen. Armbrustschützen kosten Holz und Gold, brauchst du Gold für. Elite-Plänkler ist halt, ne, ist halt ein Elite-Plänkler, das ist halt, das will keiner haben eigentlich. Jeanette ist da, finde ich, ganz geil. Relativ schnell, kannst du auch im Late Game dann wirklich gut nutzen. Ja, also finde ich, ist durchaus eine nette Mischung, die sie hier haben. Und ich werde dann jetzt direkt im Anschluss mal ein Szenario öffnen. So, wir haben hier einmal ein übliches Gebäudeset der Byzantiner und wie sie alle heißen. Also das ist nichts Neues, das kennen wir schon. Ich habe ja beispielsweise mal die Burg hingestellt. Wir haben hier ein Jeanette. Berittene Einheit, heißt es, ist es. Sieht auch ganz nett aus, gefällt mir. 50 Leben, finde ich, ist ziemlich wenig. Der Elite-Jeanette hat dann 55, geil. Hat 4 Angriffsstärke, 3 Reichweite, das ist sehr wenig. Das ist, glaube ich, Axtwerfer-Niveau. Wobei, ich glaube, Axtwerfer hat sogar noch eine höhere Reichweite. 3 Bogenschützenrüstung. Also soll halt gut gegen Bogenschützen sein. Der hat 4 Bogenschützenrüstungen, nochmal ein Reichweite mehr, okay. Und wir haben die Kamelbogenschützen. Finde ich auch sehr hübsch. Sehr, sehr nett gestaltet, durchaus. Hat 60 Leben, das ist für eine Elite-Einheit auch echt wenig. 65 Leben für die Elite-Version. 7 Angriff, 0,1 Rüstung, 4 Reichweite. Der hat halt 8 Angriff, 1,1 Rüstung standardmäßig. So, wir gucken uns mal an, wie die denn so kämpfen. Ja, der plänkelt halt, ist ein Plänkler. Das tut er. Und das sind Kamelbogenschützen. Sieht alles flüssig aus, gefallen mir die Einheiten. Finde ich schön. Ja, zu den Bärmann gibt es nicht mehr allzu viel weiteres zu sagen. Oh, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es ums nächste Volk geht. Bis dahin, tschüss.